Hallo und herzlich willkommen. Immer noch nicht zu Radio Ravnica, auch wenn es da drüben steht. Sondern wir machen mal wieder Booster auf. Und mit wir meine ich mich und den lieben Robin. Hallo. Und wir haben ja in letzter Zeit öfter mal diesen Trend gestartet, dass wir zusammen Booster aufmachen wollen. In letzter Zeit heißt, wir machen das jetzt seit 2 Jahren. Genau, seit Time Spiral Remastered. Ja, krass, ist das schon 2 Jahre her? Ja, es fühlt sich nicht so an, wow. Aber ja. Wir hatten seitdem das Double Feature und jetzt zunächst kommt, was nochmal für ein Dominaria Remastered. Dominaria Remastered, genau. Da freuen wir auch schon lustig. Sehr drauf. Yes. Und seitdem haben wir festgestellt, es macht ultra Spaß, so 2 Booster aufzumachen. Oh ja. Weil man viel besser drüber reden kann, viel besser quatschen kann. Und das machen wir dieses Mal auch wieder. Normalerweise machen wir so irgendwas zwischen 6 und 4. Jetzt werden es immer weniger. Jetzt sind es nur noch 3 Booster. Das liegt aber auch dran, weil wir heute Double Masters vor uns liegen haben. Wir haben irgendwann mal, hatten wir auch mal 6 mit ganzen Bundles und so weiter. Kommt immer aufs Set drauf an. Wir haben auch einmal ein komplettes Collector-Booster zusammen aufgemacht. Ja. Also Collectors Display. Aber da saßen wir auch nebeneinander und das war gesponsert. Und dementsprechend würde ich sagen, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Ich bin hyped auf Double Masters. Ja, Double Masters ist immer so ein Erlebnis. Ne? Also das ist ein sackteures Set, muss man einfach mal so realistischerweise sagen. Deswegen freue ich mich über jede Gelegenheit, wo man ein bisschen was aufmachen kann. Yes. Ich bin gespannt, was wir ziehen können. Also gefühlt ist ja jede Karte irgendwie spielbar in dem Set. Ja. Aber wir werden Kampfen sehen, ob sich das gelohnt hat hier für uns. Ja, selbst Kampfs und Ankampfs. Und ansonsten, wir müssen ein Feld zugeben. Ich weiß nicht warum. Aus irgendeinem Grund habe ich Robin deutsche Karten zugeschickt. Nee, es stellt nicht scharf, aber da steht normalerweise Deutsch. Ja. Naja. Und dann haben wir wenigstens einen, der lustige Namen vorliest, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Und bei Double Masters? Ich bin ja so oder so dankbar, dass du dich da organisiert hast, die mir zuzuschicken. Deswegen. Ja, da noch was. Ich sag da gar nichts gegen, auf gar keinen Fall. Ja. So, gut. Mit Pull-Tab gucken, dass du die Karten nicht kaputt machst. Und ich bin. Oh mein Gott, ich hab's fast. Guck mal hier, wie weit. Ich bin nicht sonderlich weit gekommen. Das ist so das Äquivalent, wie kennst du, wenn du irgendwie Dosenravioli oder ähnliches aufmachst und du die Lasche einfach abziehst und also abziehst, aber nicht den Deckel und du musst so richtig räudig mit einem alten Dosendreher das so aufdrehen? Das ist fürchterlich. So fühlt sich das hier an, was ich hier gerade mache. Ja, glaube ich dir. Räudig, sagst du. Oh, aber hier, Liliana, die letzte Hoffnung. Als das Emblem. Sehr geil. Ob das schon mal zeigt, was ich nachher drin haben werde? Ja. Hierbei ist es so, die sind wieder andersrum. Das heißt, wir können von hinten anfangen, einfach umdrehen, um Kamms zu haben. Titan Strength. Oh, Titan Strength. Titan Strength. Haben wir den gleichen Booster. Wobei, Titanenstärke. Tatsächlich mal damals sogar playable. Heutzutage irgendwie nicht mehr. Und Castell-Aristokrat. Die ist ganz cool, weil die ist downgeschiftet und die hat ein Sack-Outlet zu Kammen. Bisher gibt es noch kein Pauper-Sacrifice-Deck, soweit ich weiß, aber es kann ja kommen. Ich habe den wuchernden Wachstum, Rampant Growth in Super Art. Das muss man wirklich sagen. Ja? Bitte? Mach du zuerst. Man muss wirklich sagen, diese Super Art-Karten, das ist das Geilste, dass du dir diese ganzen Staples, auch so Monastery Swift Spear und Seeker of the Way und all diese Super Art-Karten kannst du dir super günstig holen, weil super viele Leute die Collector-Booster aufgemacht haben und die einfach auf dem Markt schwimmen wie sonst was. Also. Yes. Dafür, da habe ich mich auch schon eingedeckt mit sämtlichen davon. Ich habe festgestellt, es gibt eine Karte, die in Deutsch wucherndes Wachstum heißt, die nicht wucherndes Wachstum ist. Oh, okay. Misprint oder nein, weil man es falsch übersetzt hat? Weil man es falsch übersetzt hat. Ah, interessant. Aber kann man ja mal machen. Das Web ist auch cool. Rachnus Web. Das sind Draft-Booster. Thoughtscour, Gedanken ausradieren. Ja. Das sind Draft-Booster, muss man dabei sagen. Es gab jetzt keine Set-Booster dazu. Und dieser Ochse verfolgt mich. Ich finde ihn richtig schlecht und er verfolgt mich einfach. Oh, dafür habe ich die schattenhafte Hyäne. Boggles-Staple früher, als es Boggles noch als Deck gab. Guck mal hier. Oh. Ja, so viel Auswahl ist bei nur so 3 Karten in dem Set. Genau, so viel Auswahl ist bei Kamm gar nicht tatsächlich. Wie man denkt, Shadowborn Apostel. Vielleicht fühlt sich das auch gerade ein bisschen sehr nach. Wir haben ein sehr ähnliches Cheat an. Wenn das jetzt bis zu den Rares nicht durchzieht, fände ich es tatsächlich witzig. Okay, wenn es eine gute Rare ist, dann habe ich da auch gar nichts. Ja, genau, wenn es eine gute Rare ist. Eddersnipe. Oh. Ich habe Soldatenpracht. Soldatische Pracht.
Dirk Hart hat mich häufiger vernichtet in meinem einen Double Masters Draft, als mir lieb ist, tatsächlich. Dass du zugeben möchtest, sagst du. Ja. Ein neuen Warp. Geflügende Reiterin. Hm. Und komischer Skin. Izzet Dampfwerk. Wieder super. Nice. Art. Richtig nice. Das ist die erste ankam, richtig? Ja, das war meine erste. Ja. Cold Steel Heart. Oh, der Fluss Wiederhopf. Der kommt aus Amonkhet und ich habe immer gedacht, die wäre eine super starke Karte, ist er aber nicht. Nein. Centaur Battlemaster ist mein letzter Ankam. Ich habe die Spinnenvermehrung. Die habe ich sogar schon gespielt. Ah. Die ist wirklich cool. Dann Treasure Token bzw. Boar. Ich habe Geist oder eben besagte letzte Hoffnung. Zombie wäre halt cool gewesen. Das, was wird mit diesem Pack. Ja. Dann haben wir einen Cryptic Spire, beide. Surprise. Kryptischer Felsturm. Felsturm. Ja. Hast du das? Hast du das ausgemalt? Hast du mal gedraftet und das ausgemalt? Oder ja, wie habt ihr es gemacht? Ich habe mit einem Kuli und jeder, der versucht, mir schon mal auf so einer Oberfläche zu schreiben, das ist super schwierig. Du musst wirklich so reinkratzen in die Karte, dass man auf der anderen Seite sogar schon mal ein bisschen durchsieht, wie das so durchgedrückt ist tatsächlich. Es ist ein richtig weirdes Design, diese Karte. Ja, glaube ich dir. Dann haben wir als Foil. Oh, Blutgelage. Bär. 4 Mana, 3, 1 Einser Tokens. Kann man machen. Ich habe einen Bär. Dann habe ich einen Dreadnought Assistant. Den habe ich sogar im Draft mal gespielt in Original Innistrad. Ach, das Original Innistrad, das würde ich sehr gerne nochmal draften. Ja, oder sehr gerne mal draften. Ja. Ich habe den Anok Schwurbruder. Yes. Und dann. Hydroid Corrasis. Auch runtergeschiftet. Und ich habe die Bruttyrannen Sidisi. Die ist auch runtergeschiftet, aber die ist auch ein ziemlich cooler Commander, by the way. Ja, ich gucke gerade, ob die mal Face Commander war auf meinem Bild von meinen großen Commander-Karten, aber ist sie nicht. Ja. Nee, die war auf Ding. Und? Letzte Karte. Backdraft Hellkite. Oh, Alesha ist auch ein richtig geiler Commander. Das stimmt. Ich muss jetzt nur immer dran denken, wie enttäuscht ich war, dass die in der Explorer Anthology drin war. Ja, das stimmt. Aber die als Commander mit so haufenweise weißen, roten und schwarzen Weenies ist doch genau unser Ding. Total, total. Deswegen, ich sage auch gar nichts dazu. So, die Frage aller Fragen ist, werde ich diesmal es schaffen, das einmal runterzuziehen? Siehst du denn so nach außen oder so runter? So, und dann nur noch nach außen. Es fühlt sich so falsch an. Ja, es fühlt sich unendlich falsch an. Aber du hast es nach ganz rot geschafft. Ja, tatsächlich, das erste Mal. Oh, mega. Ich habe einen Katzendrache. Was ist das denn für ein Token? Katzendrachen, okay. Interessant. Interesting. Gehen wir weiter mit den Commons. Fiery Fall. Held der Spiele. Die unterste Karte muss immer rot sein, habe ich das Gefühl. Dann Lief Himmelsritter. Was ist das denn schon wieder? Okay, wir sind wieder on-Sheet. Ja, wir sind wieder im gleichen Sheet. Might of the Old Crozer. Okay, erstarken. Zumindest ist es grün. Das wurde sogar teilweise mal im Infekt gespielt. Weil es +4/+4 Sind die in Draft-Decks auch manche Karten, als meine müsstest du jetzt auch. Nee, never mind. Ich dachte gerade, die werden auch teilweise farblich gecodet, dass du immer von. Dass du ungefähr ein bisschen eine Mischung kriegst, ja. Das ist bei Draft-Booster normal. Balustradenspion hat mal. Legacy Staple. Und hat Pioneer ruiniert für eine Zeit. Destroy Target Non-Elf. Gefängnissphäre. Gefängnissphäre. Und. Fortscour. Salberin der Abfahren. Die hatte ich hier. Ah. Wir sind vielleicht wieder on-Sheet. Vielleicht kommen wir da wieder zu. Ja. Oh, Ende des Augenwehs. Das guck mal, die habe ich danach gezogen. Geil. Ach ja. Es zeigt einfach, wie seltsam manchmal einfach diese Wege sind. Dass jetzt ein Thoughtscourer ist. Ja. Bei dir? Nee, ist der Blutstromwesen. Ja, immerhin. Immerhin mal was anderes. Mit Bravour. Immerhin. Ja, Bravour ist nicht Edelmut, sondern. Prowess. Prowess, stimmt, ja. Genau. Das stimmt. Dann habe ich hier, meine erste Ankamen ist die Arknus Spinner. 5 Mana Reichweite, tappe eine Spinne, die du kontrollierst, durch so deinen Friedhof nach einer. Ja. Brauche ich nicht weiter zu erzählen. Genau, das du darfst so mit coolen Spinnenweben um nicht schießen. Die Spinnenweben habe ich hier drin gehabt in dem anderen. Ah, ja, Booster. Genau. Prophetic Bolt war mal eine Rare. Ah. Washout ist eine richtig mächtige Commander-Karte. Ah, Gefährte des Bären. Ja, die ist cool.
Washout ist halt stark, weil du hast halt eine Farbe und bounced alles mit dieser Farbe. Oh. Und naja, meistens ist so grün oder schwarz, kommst du relativ gut mit. Der hat vor allem wahrscheinlich weg. Ein Budget Cyclonic Rift, ne? Ja. Wenn man nichts anderes hat. Rogue Reinforcement, zwei Dudes. Oh, Drachenbogen, den mag ich ja tatsächlich sehr. Den habe ich auch in meinem Deck versucht zu spielen. Kann tatsächlich mit den ganzen dreifarbigen plus Commander, die in dem Set sind, sehr, sehr gut drin sein. Ja, das stimmt. Das stimmt. So, dann ganz unten ist Knight und Zombie-Token. Katze, Drache. Und? Zurückseite? Achso, Mönch mit Bravour. Okay. Ich wusste gar nicht, dass sie weiß sind. Ich dachte, die wären irgendwas anderes. Ja, Cryptic Spire. Cryptic Spire, klaro. Dragon Arch in voll. Ich habe Wegschwemmer. Washout in voll. Okay. Das kann man machen. Nicht ganz gleich, aber wir sind schon wieder ähnlich. Ja. Und. Dwarving Oracle, eine deiner Lieblingskarten. Ja, auf jeden Fall. Der Downshift, der es am meisten verdient hat. Ja. Verbotene Alchemie. Die ist gut. Das ist gut. Verboten vor allen Dingen. Ja. Und dann Rare. Skullbrayer. Ungebetene Geschenke. Gifts Ungiven. Genau. Oh, okay. Ist gute das eine Karte. Gute Karte? Früher ja. Früher hat man die im Storm gespielt. Und Skullbrayer ist ein lustiger Commander, der Shenanigans macht. Und Leonin Arbiter. Cat Jesus. Nicht viel wert, aber sehr cool. Und? Schimmer des Undenkbaren. Sehr geil. Glitz und die Unthinkable. Genau. Eine 2-Mana-Mill-Karte. Ist Mill noch ein Ding in Modern? Weißt du das? Nee. Nicht mehr? Nee. Okay. Über Modern reden wir nicht, das ist alles andere. Das ist ja auch kein Modern mehr. Nein. Last Pack. Oh, nee. Ich hab's nicht geschafft mit dem Abreißen. Ich auch nicht. Ich mal ansatzweise. Oh Mann, ey. Das tut so physisch weh. Ja, wenn man den Katzen so rumdrückt und so, das ist schon fies. Vor allen Dingen, warum gehen die nicht normal auf? Haben sie irgendwas explizit anders gemacht, oder? Es ist ein japanischer Druck. Die japanischen Booster sehen alle so aus, tatsächlich. Aber alle japanischen Booster haben so eine Reißleine, oder was? Ja. Krass. Und alle japanischen Booster sind auf der Seite schwarz. Also ich muss das mir hier ganz kurz zeigen. Siehst du das? Ja, die sind dunkler, ne? Japanische Booster sind an der Seite schwarz, weil die mit gelasert werden und die werden gecuttet. Ha, crazy. Hier lernt man noch was. Ja, vor allem ich anscheinend. Fangen wir hinten an. Yes. Oh, Hauptmann, mein Gott, der Altisaurus. Stoß sein. Er ist so wunderhübsch. Aber es ist nicht der Colossal Dreadmaw, oder wie der heißt. Ja. Der komische Ochse, der mich verfolgt. Sternstärke. Grün-Rot, jetzt müssen wir beide eine Multikarte. Nee. Nein. Genialer Scarb wieder. Ja. Man wiederholt sich so schnell. Ja, wirklich. Alchemy. Beförderung im Kampf. Aber das Ding ist ja auch, es gibt irgendwie ja doppelt so viele Rares, wie es halt irgendwie auch Uncommons und sowas gibt, ne? Weil sie halt ja, es ist ganz strange. Es ist wirklich ganz strange. Balustraden-Spion. Jeskai Ältester hat mich auch schon verkauft. Der hat auch Bravour, ja. Sucher des Weges. Schade, leider nicht im Superart. Trotzdem eine sehr gute Karte. Das stimmt. Bloodartist. Nice. Meine erste Uncommon. Du bist noch bei Uncommon. Kümmernder Schmerz. Ja. Oder auch Agony und, Warp genannt. Oh, Maldrifter oder Grübelschlängler. Eine gute Uncommon. Das macht mich happy, dass der Grübelschlängler heißt. Grübelschlängler. Auch sehr, sehr gut. Okay. Dann zweite Uncommon ist in Konklave-Ding. Der ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht, der Conclave-Mentor. Ich habe Gildenmagierin der Liga. Von Return to Ravnica, glaube ich. Dann, letzte Ankam, Staggershot. Säbel der Bürger. Okay. Okay. Dann haben wir den Token war Phyrexian Golem und Elemental. Ey, genau selber habe ich auch. Phyrexian Golem, Elemental. Das ist so das Theme. Dann haben wir beide den Spire. Was, du hast den auch? Ja. So nach dem sechsten Booster. Was, die ist in jedem Booster drin? Ja. Gescheckter Frischling. Und du hast den Sucher des Weges. Sehr gut. In Foil. Geil. Das ist schon cool. Ich will auch noch eine super Art Foil. Gönn dir. Ah. Oh. Schade. Changeling. Dann letzten Rares. Enid the Dreamer. Keine gute Rare. Oh. Bei dir? Komm schon. Aschfahle Reiterin.
Kann man zumindest spielen. Die ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Deswegen. Ist, glaube ich, so ein Reanimation-Target, bevor dieser Modern Horizons-Typ um die Ecke kam und einfach Uro und Crocs vereinigt hat. Das Schöne ist halt, du kannst auch zum Beispiel einen Show-Teil reinlegen. Also kann man ruhig im Sidepod mal spielen. Okay. Und Surgical Extraction. Oh, das ist nicht schlecht. Ja. Oh mein Gott, Pakt nice. Of Negation. Wie heißt das? Nice. Force of Negation. Negierungskraft. Die Negierungskraft, klar. Geil. Wow. Mega. Das ist meine erste Force. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe noch Force of Vigor gehabt, aber trotzdem. Ja, mega. Holy shit. Das ist der Hammer. Auch noch als letzte Karte. Das hätte man ja nicht besser skripten können, ey. Nee, das war schon sehr geil. Oh mein Gott. Das ist extrem cool, ey. Ja, Hammer. Das ist halt wirklich so ein Ding bei Double Masters. Die Highs sind so unfassbar high, aber dafür sind die Lows auch unfassbar low. Also, ja, das stimmt leider. Wir hätten jetzt ja auch wirklich mit 6 Boostern halt nur Crap quasi aufmachen können. Ja, das ist ja teilweise, man muss es ja nur ein bisschen mischen. Also hier Skullbrayer, Linden, Arbiter ist halt nicht wirklich was wert, auch wenn es coole Karten sind. Das Booster hat sich zum Beispiel vom Preis her jetzt nicht wirklich rentiert. Und das haben, glaube ich, die wenigsten von unseren Boostern. Hier ist Surgical Inet ist wahrscheinlich auch nur ganz knapp dran. Auch nur, weil es halt ein Booster mit Blood Artist ist. Aber so der Rest der 3 Booster, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass die anderen sich beiden sich rentiert haben. Und das ist bei dir auch so. Also das Glimpse ist ein bisschen was wert, aber auch nicht so krass. Das erste Booster hat sich, glaube ich, gar nicht rentiert. Nee. Und nur das mit der Negierungskraft. Und das ist dann halt ein High, was High ist. Absolut. Und das finde ich halt sehr, sehr interessant. Und deswegen auch immer wieder, wir machen die Booster auf. Hiddy haben wir jetzt gesponsert bekommen. Ja. Weil wir's können. Vielen Dank auch nochmal an der Stelle. Ja, vielen, vielen Dank. Weil wir es können, weil wir halt das auch sagen, wir möchten das als für euch als Content machen. Ja. Aber so in der Freizeit sieht man uns halt selten Booster öffnen, vor allem von Double Masters. Genau. Weil wir halt eher Einzelkarten kaufen. Also vor allen Dingen Booster öffnen einfach so. Also ich würde jetzt nicht in meinen Stamm-Local-Game-Store gehen, einfach, ach komm, gib mir mal einen Booster. Sondern muss es halt immer irgendwas Besonderes haben. Also ich weiß noch, als ich in Siegen mal zu Besuch war, da im Local-Game-Store, wo ich ja auch lange Jahre und Monate hingegangen bin, dass ich mir da einen Booster hole und den einfach mal rippe und dann halt einen coolen Instagram-Post zu mache, das ist ja klar. Oder wenn ich irgendwo im Urlaub bin oder so, ne? Aber keine Ahnung, so wie ich früher, als ich angefangen habe, wo ich ja wirklich blind war vor Boostern, wo ich halt wirklich immer reingegangen bin und immer überlegt habe, okay, wie viele Booster kaufe ich mir jetzt eigentlich? 3 oder 6 oder direkt 8 oder so? Das ist halt irgendwie, würde ich mich, glaube ich, viel zu häufig ärgern und in den Ruin treiben. Deswegen macht das nicht. Und vor allen Dingen, wenn ihr Booster rippt, seid euch bewusst, das Geld ist verloren. Das ist kein Gamble, wo ihr mit einem Plus in den allermeisten Fällen rausgibt. Wie bei jedem Glücksspiel sind die Chancen gegen euch, dass das so ist. Genau. Aber trotzdem gerade bei Double Masters, finde ich, muss man das immer wieder erwähnen. Weil wenn man jetzt sagt, Double Masters Booster kostet ungefähr 15 Euro, haben wir jetzt 45 Euro jeweils aufgemacht. Ja. Und die haben, glaube ich, weder du noch ich wieder reinbekommen aktuell. Total. Aber trotzdem, ne, das ist halt das Ding. Wenn man das mal akzeptiert hat und weiß, okay, diese 45 Euro habe ich jetzt einfach ausgegeben und ich weiß, ich brauche die nicht wieder. Dann kann man sich auch über Negierungskraft freuen, wenn der Rest auch nicht so geil ist. Richtig. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr Spaß gehabt habt, könnt ihr das Video gerne liken. Ihr könnt bei Robin vorbeischauen. Wir machen einen Podcast zusammen. Yes. Bei ihm Abo dalassen, bei mir Abo dalassen, bei ihm das erste Video, was ihr seht, liken. Dankeschön. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.